Yo, was geht ihr Chefs von Gala? Euer Moreno wieder am Start mit einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Moreno. Willkommen im Video bei Pokémon Schild. So, wir haben natürlich was ganz, ganz, ganz Wichtiges vergessen. Es geht auf jeden Fall weiter mit den ganzen Folgen in so eine kleine Nebenstory. Und wir müssen natürlich noch die zwei legendären oder einen wenigstens davon fangen, von den zwei legendären Pokémon, Zamazenta und Zacian, genau. Und was ich noch herausgefunden habe, wir gehen mal eine Etage höher, denn da wird uns was Schönes erwarten. Wenn ich jetzt nur mal wüsste, wo wir hier eigentlich die erste Etage hochgehen. Gibt es hier eine zweite Etage? Müsste es doch eigentlich, oder nicht? Bin ich jetzt komplett aus dem Häuschen? Oder war das hier? Das kann auch sein, dass es hier in dem Haus war. Also da kann ich mich ein bisschen irren. Schauen wir mal eben hier vorbei. Ich glaube, das müsste dann da gewesen sein. Hier müsste es, glaube ich, in dem Haus gewesen sein. Denn hier liegt ein Pokéball. Und das ist natürlich Delians Zimmer. Und Delian hat natürlich immer einen Glurak dabei. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Glumanda ist. Da liegt ein Pokéball, der ein Glumanda enthält. Du liest hier den beigelegten Brief durch. Lieber Moreno, dieses Glumanda ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslust kämpfen. Viele Grüße, Delian. Glumanda haben wir erhalten. Das werden wir natürlich sehr, sehr, sehr gut trainieren, dass wir auch so einen Giga-Dynamax Glurak haben. Und Glumanda ist wirklich eins der geilsten Pokémons von der ersten Generation, finde ich. Auf jeden Fall mit der Weiterentwicklung zu Glurak. So, da haben wir schon mal das Glumanda. Und jetzt werden wir uns auf dem Weg nach den legendären Pokémon machen. Zacian und Zamenta oder Zacian. Ich vergesse die Namen immer. Und da gehen wir einfach mal wieder zurück in den Schlummerwald, wo wir die beiden legendären Pokémon natürlich auch gesehen haben. Vielleicht können wir ja da noch das ein oder andere gute, starke Pokémon fangen. Und hoffentlich nicht diese Gala-Smogs-Smogs. Weil die braucht wirklich keiner. Also gefühlt keiner. Und wir wollen uns natürlich noch ganz viele Pokémon schnappen, die jetzt noch nicht in unserem Pokédex eingetragen sind. Also der muss auf jeden Fall nochmal irgendwann befüllt werden. Und der Nebel, der ist immer noch hier drin. Das ist auf jeden Fall eine gute Spur, dass die überhaupt noch da sind. Metbo? Habe ich den schon? Glaube nicht. Ha, haben meine Sinne sich doch nicht getäuscht. Gut, dann werden wir einen Ball nehmen, der am Beginn des Kampfes so erfolgreich ist, dass er drin bleibt. Ah genau, wir haben jetzt auch den Meisterball. Ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir den Meisterball ja auch als Fangquote für einen der legendären Pokémon. Wo haben wir sie denn hier, die Bälle? Ah, okay. Na gut, dann... Ah, da ist er doch, der Flottball. Den brauche ich jetzt. Ich hätte jetzt auch so einen Käfer-Pokéball nehmen können. Aber ich glaube, der sollte hier auch alles regeln, der Flottball. Yes! Zmetbo wurde eingetragen in unserem Pokédex. Sehr gut. Käfer und Flug. Wer hätte das gedacht? Nee, dich will ich nicht. Dich will ich auch nicht. Ich glaube, da war eine Sackgasse. Oder hier war sogar eine Sackgasse. Ah, hier war die Sackgasse. Okay. Na nein, dich wollte ich doch gar nicht. Du siehst so giftig und schmock-schmock aus.
Ja gut, dann werden wir dich auch mal mit einem Floppy fangen. Vielleicht beim ersten Mal. Wenn du da drin bleibst, dann bleib halt drin, sonst flüchten wir einfach. Nein! Ganz knapp! Weil ich hasse seine Giftattacken. Ich hasse seine Giftattacken. Komm, dafür, dass du kurz davor warst, im Pokéball zu bleiben, werde ich nochmal einen raushauen. Wir wollen mal nicht so sein. Okay, dann nicht. Dann werden wir jetzt flüchten. Mit deinen Giftattacken. Du willst mich doch nur vergiften. So, Flucht, tschüss. Man sieht sich. Nicht mehr, hoffentlich nicht mehr. So, ich glaube, wir müssten hier drunter. Ja, hier sind wir auf jeden Fall schon richtig. Da hören wir die Stimmen von den legendären Pokémons. Perfekt, den Weg weiß ich auf jeden Fall noch. Und da sind wir wieder. Diese Musik hört sich so episch an. Und da steht auch schon der Hoppereit. Auf den habe ich nämlich gewartet. Hä, Moreno, was machst du denn hier im Wald? Das könnte ich dich auch fragen. Niemand traut sich in den Wald, in dem Sassy und Summer Center geschlummert haben. Deswegen ist es hier auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Wie? Was sagst du da, Moreno? Hattest du das Gefühl, von irgendetwas hierher gerufen zu werden? Das ist sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Oh, da fällt mir ein. Ich habe dir ja noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Moreno. Verstehe das nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass mein lieber Nachbar meinem Bruder den Titel abnehmen würde. Er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas, der unschlagbare Champ. Jetzt sind wir es. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, Moreno. So einzigartig, dass ich es nur schwer fassen kann. Sag mal, Moreno, würdest du nochmal gegen mich kämpfen? Och nö, Hopp. Du weißt doch, dass ich der Beste bin. Ich schlag dich doch eh. Aber klar doch, können wir gerne machen. Danke, ich will spüren, mit welcher Power du Delian übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin abnormal jetzt bereit. Lass uns kämpfen, bist du bereit? Natürlich. Los geht's. Er will sich natürlich wieder unter Beweis stellen. Der Hopp, man kennt ihn. Ja. Er will sich natürlich wieder bereitstellen, aber nicht mit uns. Zwollock! So, wir haben, glaube ich, ja, wir sind, glaube ich, noch vergiftet. Na super. Dann hauen wir einfach mal auf ganz entspannt die Feuerbälle raus. Vielleicht ist das ja eine One-Hit-Attacke, wer weiß. Jawohl. So, dann können wir uns wenigstens auch ein bisschen aufheilen. Vielleicht wird das ja was. Ah, shit, wir sind immer noch vergiftet. Können wir... Oh, shit. Ein Relaxo. Muss ich auf jeden Fall das Pokémon wechseln. Nach Rex Bizarre. Ich glaube, Giganten gegen Giganten ist wirklich sehr, sehr gut. Man kennt sie ja beide. Rex Bizarre ist so dick gebaut und Relaxo ist natürlich auch so dick gebaut. Ich glaube, das wird ein Duell der Giganten. Mit Hagelkörnern. So, dann hauen wir gut Holzhammer. Ist zwar 120, aber da ist 110. Bei Holzhammer kriegen wir wieder ein paar KP abgezogen, also von daher packen wir einfach mal einen Blizzard raus. Vielleicht ist er doch ein bisschen effektiver. Ja, wenigstens eingefroren. Perfekt. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch bestimmt den Holzhammer einmal reinpacken. Mann. Oh ja, der zieht viel ab. Egal, wenn er uns so ein bisschen abzieht. Auf eine Attacke, dann sollte das Relaxo auch down gehen.
Mit den Hagelkörnern sogar dabei. Perfekt. Haben zum zweiten Mal und das Relaxus besiegt. So schnell hatte ich den Relaxus noch nicht besiegt gehabt. Sehr, sehr gut. Kramor. Ich glaube zu meinen und zu wissen, dass das Morpeko sehr gut dafür ist. Das werden wir jetzt erstmal sehen. So, ah ja, das Aura-Rad. 110 auf jeden Fall, dann das Aura-Rad. Gib ihm! Ja, perfekt. Sehr, sehr gut, Morpeko. Ach, die Remasse, die macht mir doch keine Angst. Perfekt. Und dann hau nochmal dein Aura-Rad raus. Oh. Oder Funkensprung. Ah, Corona. Na, ja, schade. Okay, Funkensprung wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel abziehen wie Aura-Rad. Ja, es geht. Auf jeden Fall haben wir natürlich jetzt wieder das Aura-Rad in Elektroattacke. Damit sollte das Kram dann down gehen. Jawohl, unten Volltreffer. Noch besser. Oh, Level 2, also Level 2 Ups, Power Ups, aber Level 58 und Rezeros 54. Sehr gut. Und Steinkante zu erlernen. Besser geht's doch nicht. Hier haben wir einmal die Steinkante Stärke 100. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Nur 5 Stück davon. Dann würde ich aber lieber gerne einen Steinhagel wirklich behalten. Nee, wir behalten alles. Alle Attacken, die er hat hier. Gordrodom. Ja, dann würde ich sagen, wir werden mit Morpeko weiterkämpfen, dass ich das Libello ein bisschen aufheilen kann, weil der ist natürlich immer noch unter Gift. Also wie schon gesagt, die dritte Endentwicklung von seinem Starter-Pokémon finde ich übelst geil. Schon fast geiler als Glurak, muss ich sagen. Beutel. Ich glaube, wir müssten sogar noch einige Tränke haben. Nein, haben wir leider nicht. Eieiei, aber dafür ein Hyperheiler. Und dann packen wir den. Warte mal, wir haben doch bestimmt auch noch ein Gegengift. Ja, hier haben wir noch ein Gegengift. Dann packen wir ein Gegengift auf Libello. Trommelschläge. Ah, schade, Morpeko. So, dann müssen wir das Libello reinpacken. Perfekt. Und die Feuerbälle. Hoffentlich treffen die. Lass sie treffen. Oh, oh shit. Nein, meine Holzkohle. Triff jetzt, bitte. Komm schon. Ja, und mach ihn One-Hit, bitte. Ja, ein Glück. Libello erreicht Level 64. Wow. Ob wir den überhaupt noch auf Level 100 kriegen, ist fragwürdig in den nächsten Hauptstories oder in den Nebenstories. Und jetzt kommt das Urgel. Hoffentlich hat der Urgel wieder kein Pikachu im Maul. Wir müssen auf jeden Fall wechseln. Ja, jetzt wäre mir das Morpeko natürlich lieber gewesen. Dann
packe ich das Kapalores rein für Pflanze. Ich glaube, das ist auch sehr effektiv. Am besten auch mit dem Gigasauger. Und wehe, du setzt Taucher ein, holst ein Pikachu. Ja gut, ist ein bisschen effektiv nur, dann hauen wir den halt rein. Ja, doch, kann man mit leben. Oh, dass das wirklich so viel abzieht, habe ich jetzt nicht gedacht. So, gib mir mal seine KP wieder zurück. Ah, wird sehr, sehr eng. Wird ganz eng. Oder gar nicht. Scheiße. Problem ist halt, wir haben keine Tränke mehr. Das ist das halt. Ja komm, dann packen wir das Rexbizarre rein. Damit können wir dann Blizzard machen. Vielleicht wird es ja dann auch noch eingefroren, wer weiß. Jawohl, der Hagelsturm ist auf jeden Fall wieder back. Nee, oh nee, oh nee. Warum mache ich nun K.O. jetzt? Ach, ein Glück. Urgel, dieses scheiß Vogel-Wasser-Pokémon-Vieh. So, Rexbizarre hast du dir auf jeden Fall verdient. Level 61, sehr gut. Britzigel. Okay, noch nie gehört, aber wenn es ein Britzigel, also wenn es ein Britz ist, denke ich mal, ist das ein Elektro-Pokémon. Da werden wir das Pokémon mal eben wechseln. Ja, gut, jetzt hätte ich gerne Kapalores natürlich gehabt. Gute Frage, nächste Frage. Egal, wir werden mit Rexbizarre mal gucken, ob wir da vielleicht noch was anderes machen können. Hauen wir nochmal den Blizzard raus. Vielleicht ist es ja ein bisschen effektiv. Ja, perfekt. Gift-Team. Den gönne ich dir auf jeden Fall. So, dann haben wir das Liberlo raus. Rizzo raus. Perfekt. Zwei sehr effektive Attacken dabei. Und dann sollten wir auch auf dem grünen Bereich sein. Wo wir dann gegen Hopp gewonnen haben. Perfekt. Du besiegst Trainer Hopp. Ein Glück. Weil wir sind nämlich der geborene Champ und er ist leider nur der Verlierer. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Das Staunste. Ich weiß nicht, warum ich mir jeweils Chancen gegen dich ausgemalt habe. Immerhin hast du Delen den Unschlagbaren besiegt. Sag mal, müsst ihr zwei Kids nicht Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Hey. Oh, Sanja. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Moreno. Jetzt bist du der Champ. So sieht aus. Dankeschön. Sieh mal einer an. Du hast auch eine gesunde Portion an Selbstbewusstsein hinzugewonnen. Was machst du eigentlich hier? Erledigst du was für Professor Magnolica? Um ehrlich zu sein, ich arbeite nicht mehr als Assistent für meine Großmutter. Ich bin nämlich jetzt Selbstprofessorin. Was? Echt? Wow. Ich bin euch beiden übrigens sehr dankbar. Nur durch unseren gemeinsamen Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe euch ein Buch geschrieben. Hier, sogar mit Autogramm. Eine echte Rarität. Du erhältst Sanjas Buch. Okay. Dieses Buch wurde von Professor Sanja herausgebracht. Es ist eine unterhaltsame geschriebene Abhandlung über neue Erkenntnisse zu Legenden der Galar-Region. Ich habe schon eine Ausgabe. Ich habe mir nämlich gleich, hab mir meine gleich gekauft, als das Buch rauskam. Echt? Danke. Ich kann es dir nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht, nicht zuletzt wegen des Buches. Aber das ist erst der Anfang von Professor Sanjas Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Oh ne, fängt sie jetzt auch wie Hopp an?
Das glaube ich dir aufs Wort, Sanja. Und du und Moreno, ihr zwei seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach, übrigens, was macht ihr eigentlich? Ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert, den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ihr hättet ja nichts vor, sie einfach zu behalten. Wohin denkst du denn? Aber das würden wir doch niemals tun. Ihr habt es komplett vergessen. Ich fasse es nicht. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das im Sinne von Zacian Summer Center wäre. Hey, Moreno. Meintest du nicht, du hättest das Gefühl, dass sich irgendwas hierher geruft? Vielleicht hat das ja damit zu tun. Los, geben wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich wette, dann sehen wir Zacian und Summer Center irgendwann wieder. Ja, ist eine gute Idee. Sollten wir auf jeden Fall tun. Möchtest du den rostigen Schild zurücklegen? Japp. Weil damit können wir wahrscheinlich dann auch... Summer Center, Zacian, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Ist natürlich auch bestimmt besser, dass wir den beiden dann auch noch wiederfinden und wiedersehen. Bob und du gebt das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Moreno. Was hast du jetzt vor, Sanja? Ich bleibe noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Oh, huch, der Energiequellendetektor schlägt aus. Oha. Ah, wer sind die beiden denn? Wir haben uns schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Oha, oha. Sind Sie etwa Professor Sanja, die Autorin der die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch. Wir haben keine Seite, keine Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet dagelassen. Ich zitiere. Ein widerliches Buch voller Lügen, leider nicht mehr wert als ein Stern. Alter. Wie bitte? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich. Ich bin Schwerthold. Und ich bin Schildrich. In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben des Erben Galas. Und nicht nur das, wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Wahre Erben? Blaues Blut? Was faselt ihr denn da? Was stimmt mit denen nicht? Oha, oha. Sind das etwa das Schwert und der Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha. Sind die wirklich echt? Die sehen ja unfassbar schäbig aus. Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Lass das Schild in Ruhe. Oder das Schwert. Hey, Finger weg! Wir haben die eben erst zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Aber du, dich da lautstark beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören. Wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeugs gehört? Jedenfalls sind das Schwert und das Schild sehr wichtig für Zacian und Summer Center. Meine Güte. Für einen einfachen Jungen aus diesem niedrigen Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, diese Sache in einem Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre, gegen mich, dem mächtigen Schildrich, kämpfen zu dürfen. Ach nö. Mit euch muss ich mich jetzt rumhantieren. Pokémon-Trainer Schildrich fordert mich heraus. Seine Frisur ähnelt mich an einem Schild. Die sieht sehr, sehr creepy aus. Und hoffentlich sind jetzt die ganzen Pokémons geheilt. Nee. Wow. Wow. Sehr geil. Wie soll ich das denn jetzt überstehen? Mit Lauchsalort. Den habe ich schon mal gesehen. Aber ob ich gegen den jetzt ankomme, keine Ahnung. Feuerbälle, die regeln alles. Komm, gib ihm.
Perfekt. Oh, ich sehe wieder, wir werden wahrscheinlich die Folgen ein bisschen überziehen. Da kann ich leider nichts für. Er hat ja einfach durchgehalten. Legios, keine Ahnung. Keine Ahnung, was für ein Pokémon das ist. Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen. Aha. Ja. Da hauen wir auch nochmal die Feuerbälle raus. Perfekt. Ja. Jetzt hat er nur noch zwei Pokémon und die müssten wir down kriegen. Kramer Level 60. Als nächstes Klick, Dick, Klack. Da können wir uns auch sehr gut mit Liberlo befassen. Weil das ist ein Stahl-Pokémon, glaube ich. Und da haben wir wirklich sehr, sehr gute Karten. 50 und 80. Dann haben wir die Feuersäulen raus. Nein, kein Schutzschild. Naja, die zweite Runde macht es auf jeden Fall dann. Jawoll, also Liberlo ist unser Mann heute. Bronzong ist, glaube ich, auch ein Stahl-Pokémon. Da können wir da auch direkt weiterkämpfen. Puh, genug aufgewärmt. Jetzt mache ich ernst. Schon ein dickes Teil, ey. Oh, schade. Ja, okay. Damit kann ich leben mit dem Lichtschild. Sehr gut. Ist Schildrich auch besiegt? Ah, schade. Rizeros wäre fast ein Level up gewesen. Räder Schildrich wurde besiegt. Jawoll. Oh, wie konnte das denn passieren? Meine Pokémon. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht gegen noch Schwertrich. Du hast den rostigen Schild wieder an dich genommen. Perfekt. Ah, es scheint, als hätte ich deine Fähigkeiten unterschätzt. Immerhin hast du noch das Team. Immerhin hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo. Wie dann auch sei, dem Lächeln nach zu urteilen, hat mein älterer Bruder den Sieg errungen. Tut mir leid, Moreno. Ich hab verloren. Boah, ob du bist doch für nichts zu gebrauchen. Was war denn los, Junge? Hat dich deine glorreiche Haarpracht so sehr eingeschüchtert? Oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? Hm. Aber sag mal, liebes Brüderchen, ist das nicht der Trainer, der Endilanus unter Kontrolle gebracht hat? Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, du hast recht. Das muss der kleine Rotzlöffel sein. Aber der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meine Informationen zufolge war er auch Zeuge der Zerstörung der Wandelmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Nein, das waren wir nicht. Solch ein Frevel. Dann hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte. Meinen Sie die Wandmalerei, die die Statuen von Sazian und Summer Center verdeckt hat? Moreno hat überhaupt nichts damit zu tun. Dass sie zerstört wurde, ziehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir in den Grund und Boden. So soll es sein. In diesem Sinne, Ade. Hey, hier geblieben! Gib das Schwert zurück! Warte, Hopp! Also wirklich, ich kann den doch nicht einfach über den Hals, über Hals und Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung, hm? Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkte sehr unkonzentriert während des Kampfs. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin musste er dabei zusehen, wie du als sein Rivale Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp wird er es zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor Augen verliert.
Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal die beiden Clowns Schwerthold und Schildrich finden. Und ich habe da schon eine Idee, wie wir das anstellen können. Wollen wir das vielleicht im Labor von Brassberry besprechen? Ja, können wir auf jeden Fall machen. Danke. Ich hätte gar nicht fragen müssen, was? Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Alter, da waren aber zwei Leute, die sehr, sehr creepy waren. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Wir werden uns dann in der nächsten Folge im Pokémon-Labor sehen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die ganzen Pokémon-Schild-Folgen gefallen. Und ich würde sagen, haut rein, bis in die nächste Folge. Euer Moreno.